Am Donnerstag haben wir eine neue Eventwoche in GTA Online erhalten und mit dieser Eventwoche auch eine Menge neuen Content. Aber es gibt noch ein paar Spieler, die extra Content und eine extra Eventwoche, wenn man es so will, bekommen. Und zwar die Leute, die GTA Plus haben. Und was das diesen Monat für Vorteile mit sich bringt, darüber sprechen wir jetzt. Insofern bleib auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, im heutigen Video, wie angekündigt, geht es mal um die ganzen GTA Plus Bonis. Und zwar wären das für den nächsten Monat die folgenden. Zunächst einmal bekommt jeder Spieler, der GTA Plus hat, 500.000 GTA Dollar von Rockstar Games geschenkt. Soweit so gut. Außerdem gibt es dreifach Geld und RP auf alle Hot Wing Circuit Rennen und auf alle Fooligan Jobs. Doppelt Geld und doppelt RP gibt es auf den Deadline-Gegner-Modus. Das wird wahrscheinlich die einen oder anderen freuen, da Deadline ein doch recht beliebter Gegner-Modus ist. Aber wem hier mehrfach Geld verdienen nicht reicht, der freut sich definitiv über den Gratis-Content. Denn alle Leute, die GTA Plus haben, bekommen einmal den Virgin kostenlos. Das ist das Auto, was man freischaltet, wenn man alle neuen Missionen, alle neuen Last Dose und auch die First Dose Missionen als Host abgeschlossen hat. Dann bekommt ja jeder Spieler den gratis, aber GTA Plus Spieler müssen diese Missionen eben nicht spielen und bekommen den Virgin trotzdem. Außerdem ist aktuell die Werkstatt in eurer Agency kostenlos, sowie Fahrzeuganforderungen und alle Fähigkeiten der CEOs und VIPs. Auch bei den Klamotten gibt es wieder ein paar Sonderanfertigungen. Zum Beispiel gibt es einmal die pinke Floral Tech Demon Maske und auch das Grey Yeti Combat T-Shirt sowie die Battle Pants dazu. Einfach geschenkt in euren Kleiderschrank, sowie zwei Lackierungen für den Virgin. Hier hätten wir einmal den Jackal Racing und die Oxalot Racing Lackierung, sowie 75% Rabatt bekommen alle GTA Plus Mitglieder auf die Arena Annäherungsminen, auf die ganzen RAM-Waffen und auf die ganzen Panzerungen. 40% Rabatt gibt es übrigens auf Imani-Tech, einmal auf die Lenkraketen Stör-Dinger und auf die Remote Control Unit. Also da, Freunde, könnt ihr euch auch in Sachen Verteidigung noch einmal etwas besser rüsten. Wenn ihr mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, dann ist diesen Monat GTA Plus mal wieder absolut unnötig. Denn den Virgin, den kriegt ihr auch gratis einfach so, wenn ihr die Mission durchspielt. Das ist also kein wirklich großer Vorteil. Und auch die anderen Sachen habt ihr wahrscheinlich entweder schon oder sie sind nicht so sonderlich teuer. Und selbst bei den Klamotten muss man halt einfach sagen, sind das Sachen, die sind jetzt nicht schlecht, aber sie sind jetzt auch kein Grund, sich das zu kaufen. Zum Beispiel als Kontrast einfach an Weihnachten diese drei Outfits, diese drei Weihnachtsoutfits, das war was Besonderes. Da haben sich viele Leute extra GTA Plus für gekauft, weil man dieses Nussknacker-Outfit zum Beispiel einfach haben wollte und gesagt hat, okay, dafür gebe ich halt jetzt einfach auch mal 2 Euro pro Outfit aus. Das ist in Ordnung, das sind besondere Outfits, die hat sonst keiner. Und da konnten sich viele mit identifizieren. Aber jetzt diese Outfits hier, ach, das lohnt sich halt einfach gar nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, meiner Meinung nach GTA Plus diesen Monat lohnt sich noch weniger, als es generell sich überhaupt lohnt. Aber was sagst du? Was ist das Highlight vom aktuellen GTA Plus Monat? Ist da irgendwas dabei, wo du sagst, okay, das lohnt sich dafür vielleicht schon? Zum Beispiel, du willst die Sonderlackierungen haben für den Virgin oder sowas? Schreib's mir auf jeden Fall in die Kommentare, ich bin gespannt, was deine Meinung zu dem Ganzen ist. Wie immer gibt es jetzt noch kurz eine kleine Diashow mit den absolut Highlight-Bildern vom Newswire, denn auch hier hat Rockstar Games sich mal wieder selbst übertroffen und wirklich sehr, sehr schöne Bilder veröffentlicht, die man einfach auch mal zeigen muss. Ich meine, sonst gehen die immer absolut unter. Deswegen gleich noch viel Spaß kurz mit der Diashow der ganzen Newswire-Bilder. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit diesem ganz, ganz kurzen und knappen Video, was aber natürlich nicht fehlen darf. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, teilt das Video sehr gerne mit all euren Freunden auf Facebook, WhatsApp, TikTok und so weiter und so fort, damit auch diese top informiert sind, dass sie sich GTA Plus diesen Monat nicht kaufen sollten. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will GTA Plus stornieren, dann verlinke ich dir auch dazu mal ein passendes Video, wo ich erklärt habe, wie das geht, in der Videobeschreibung. Aber das soll es jetzt mal gewesen sein. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace. Always takes too long, yeah, too long. I ain't got all weekend. We had a good run, yeah, a good run. But the clock is ticking. I gotta move on, yeah, move on. I got things to do, all without you. Tell me how I can make this easier. Yeah, guide me.
I don't want you to get too hurt, there's no need for screams or shouts or ugly words, no. I'm done with getting hate from love, you see, love, you see, love. Baby, can we kill these butterflies? They live and then they die, and that's the way I like it. I just wanna move on with my life. I've loved you for a while, and that's the way I